Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge und ja, willkommen zurück bei RTL Biathlon. Und ja, wir machen weiter mit der Meisterschaft. Zwei Rennen haben wir noch offen. Einmal die Verfolgung, den Sprint haben wir ja gewonnen. Das heißt, wir haben hier auch einen schönen Vorteil der Konkurrenz gegenüber. Und der Massenstart fehlt dann am Ende noch. Auch da sollten wir uns normalerweise durchsetzen und dann fehlen noch drei Saisonrennen und dann hoffen wir doch, dass wir diesmal es schaffen, dann in die Profiliga aufzusteigen, aber wir haben ja bis auf ein Rennen, wo wir Zweiter geworden sind, alles gewonnen, also da mache ich mir mal null Sorgen. So, gucken wir mal, so sollten wir es eigentlich setzen, damit alles möglichst ausgeglichen ist dann irgendwann. So, und dann kann es losgehen. Ja, das ist ja quasi wie ein Verfolgungsrennen, nur dass wir halt einen leichten Vorsprung am Start haben. Der Kollege ist aber auch bereits schon unterwegs. Also zwei Verfolger haben wir direkt hinter uns und ich würde fast sagen, dass wir hier einfach mal ein bisschen Gas geben. Und da kann die Konkurrenz dann einfach mal sehen, wo sie bleibt, wenn wir hier mal so davonfahren. Lassen wir denen gar keine Chance, hinterher zu kommen. Ich schätze mal, so gute 7-8 Sekunden Vorsprung sind das jetzt. Und die werden nach dem ersten Schießen hoffentlich nicht kleiner werden, sondern sich hoffentlich verdoppeln. So, hier kann man immer schön Gas geben, denn hier geht es dann gleich runter. Nimmt man das Tempo mit und der rote Balken wird dann schnell kleiner und beeinflusst unsere Kraft auch nicht. So, und die erste Runde war mal richtig schnell. Da sind noch einige, die noch gar nicht gestartet sind. Ja, schnell geschossen, sehr schön. Vor allem der letzte Schuss war sehr, sehr gut. So, und dann geht's mal los. Können wir mal gucken. Bei 2,7 sind wir gestartet. Ja, wobei, wir müssen mal... Das sehen wir erst dann, wenn wir in der nächsten Runde sind. Mittlerweile sind auch alle auf der Strecke, also die drei Punkte vor uns. Oder vier könnten es eventuell sein. Bei dem 1 sind, glaube ich, 2. Das sind welche, die sind... ganz spät nach uns erst gestartet, die können wir jetzt überrunden, das werden wir auch noch machen. Und die hinter uns, Mann, ich glaube, da haben wir echt schon Minimum eine halbe Sekunde, eine halbe Minute Vorsprung. Das werden wir dann gleich mal messen. So, wir sind bei 56. So, da haben wir schon den ersten, den wir überrunden können. Konkurrenz ist jetzt schon bei fast 20 Sekunden Rückstand. Ja, und das wird so genau eine halbe Minute sein. Ja, ein bisschen weniger. Ungefähr so 28 Sekunden haben wir Vorsprung. Das ist schon hammerhart nach einem Schießen.
So, nächstes Schießen. Und die hier alle, die wir gesehen haben, die sind eine Runde hinter uns. Sehr, sehr riskant. Jo, das sieht gut aus. So, dann kann es losgehen und da ist nichts, da wird nichts mehr anbrennen. Also das haben wir gewonnen. Wir haben auch noch so viel Ausdauer. Wir können hier gerne mal ein bisschen Gas geben. Den nächsten Berg, da werden wir noch mal ordentlich Tempo machen. Da ist nämlich, ist es nämlich nicht so schlimm, wenn da die Kraft ein bisschen fehlt. Okay, wenn da so viel Kraft fehlt, dann doch schon. Müssen wir doch erstmal wieder ein bisschen warten. Aber jetzt passt es schon so, beim Runterfahren ist es schon okay. Ja, da waren wir jetzt, da hätten wir ein bisschen schneller noch sein können, okay, aber... Naja, wirft uns jetzt auch nicht zurück. So, jetzt können wir hier aber Gas geben. Gleich geht es nämlich bergab. Und da geht es dann sogar schon fast in den Zielhang rein. Oder da geht es schon in den Zielhang rein. Na, Zielhang kann man auch nicht sagen, aber ins Ziel. Ah, bisschen zu weit in. Das wäre bitter, wenn wir jetzt wirklich einen Sprint am Ende hätten. Schön, also, deutlicher Sieg, fast eine Minute dann am Ende, Wahnsinn. Das ist mal echt Dominanz pur, also wird Zeit, dass wir in die Profiliga kommen. Wir konnten unsere Bestzeit leider nicht verbessern, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Trotzdem können wir wirklich sehr zufrieden sein. Ja, und dann fehlt noch ein Rennen, das ist der Massenstart, auch wieder die Meisterschaft und... Ja, da sollten wir normalerweise einen ähnlichen, na, vielleicht nicht ganz so groß der Vorsprung, aber so eine halbe Minute sollte da auch wieder drin sein. Da mache ich mir keine Gedanken. So, die Punkte verteilen wir wieder so, dass wir da möglichst gleich sind bei den Werten hier. So, und irgendwann nähern wir uns dann hier an, so dass es alles dann gleich ist. So, dann darf es losgehen. Der Massenstart. Guter Start, aber am Ende wird man sowieso so weggeblockt überall. So, jetzt ist es innen gerade ein bisschen freier. Da möchte ich dann vorbei. Und das hat auch ganz gut geklappt. Ach komm, lasst uns gleich nochmal am Anfang nochmal ordentlich Gas geben hier. So, gleich erstmal die Führung übernommen. Und jetzt können wir noch unseren Bergspezialisten dazu nehmen. Wenn er dann irgendwann kommt, da haben wir ihn. So, jetzt aber aufpassen. Ja, einen Mini-Vorsprung haben wir. Den kann man gerade auf der Karte erkennen. Aber dass wir uns durchs Feld durchgekämpft haben, ist auch schon mal einiges wert.
So, auf geht's. Erstes Schießen. Und wir haben schon deutlichen Vorsprung. Also das sieht schon ganz stark aus. Da würde ich jetzt einen Luftsprung machen, wenn es jetzt in der Profisaison wäre. Jawohl, alles getroffen, gut geschossen. Auf geht's. So, und der Vorsprung dürfte ganz empfindlich werden für die Konkurrenz. Denn die gehen noch in die Strafrunde, teils wahrscheinlich oder meist mindestens zweimal, denke ich mal, pro Kopf. Und da werden wir jetzt schon einiges dann an Vorsprung haben. Es dürfte sich sogar schon so bei einer halben Minute dann ungefähr, ja, um die halbe Minute. Und wenn wir danach dann nochmal, ja, wobei, da sind ja doch schon einige wieder auf der Strecke. Also wahrscheinlich doch eher so 20 Sekunden. So, 48, merken wir uns mal. Jetzt sind es 10 Sekunden. Und jetzt sind sie durch, also so, oh Gott, so 18 Sekunden rum. Muss ich mal aufpassen, jetzt habe ich nicht auf die Kraft geguckt. Ja, die sind relativ nah an uns dran, aber die haben ja jetzt auch noch den Berg vor sich. Wir haben ihn ja jetzt gerade überwunden, weitestgehend. So, zweites Schießen. So, und ich glaube 6:15 ist unser Rekord, ne, in der Gesamtzeit. Ah. Super. Also, sehr stark. Die anderen fangen jetzt erst an. Wir sind schon auf dem Weg zurück und die anderen, da wissen wir, die werden ohne Strafrunde nicht auskommen. So, vorm Berg dürfen wir jetzt noch nicht anfangen zu sprinten. Hier ist jetzt aber auch wieder, ach doch, da hinten kommt er. So, 5:09. Und die Kollegen werden nicht vor 39 da durchkommen. Selbst die 49 wird knapp. Ja, also 40 Sekunden plus Vorsprung. So, und jetzt fängt unser Schlusssprint an. Ich weiß nicht, 6:15 hatten wir, oder? Also, das haben wir nicht ganz geschafft. Aber da hätten wir echt noch ein bisschen mehr Gas geben können, bei der Ausdauer, die wir noch hatten am Ende. ...6:20, ja, über eine Minute Vorsprung. Ja, es wird Zeit, dass wir hier wirklich in die Profiliga-Saison aufsteigen. Ja, guck, doch, die waren relativ schnell, also Bestzeit.
Sauber. Und damit haben wir jedes Event in der Meisterschaft gewonnen. So soll es sein. Sind sogar noch eine Stufe aufgestiegen. Super. Ja, bei den nächsten beiden Folgen haben wir, also nächste Folge erstmal die nächsten beiden Rennen. Drei Rennen haben wir noch hier im Europacup und im übernächsten Rennen dann das letzte Saisonrennen und der Aufstieg in die Profiliga-Saison. Ich sag herzlichen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann.